Hola Leute und willkommen zu einer neuen Trailer-Reaction hier auf meinem Kanal. Wir haben uns ja gerade den Watchmen-Trailer angeschaut. Ich mit meinem zerstörten Kiefer ohne Weisheitszähne will jetzt direkt weiterschauen, weil ich musste sie gleich kühlen. Und wir schauen uns jetzt mal Witcher an. Ich habe richtig Bock auf Witcher. Richtig Bock. Ich bin großer Henry Cavill-Fan und ich bin Witcher-Fan. Naja, nicht Hardcore-Fan, aber auf jeden Fall Fan. Und ja, wir schauen uns einfach mal rein. Wir schauen einfach mal rein. Ich bin ja gespannt. 3, 2, 1... Aufnahme läuft, yes, und zack. I remember hearing stories about witches. Is it true what they say? Meine gute Netflix-Serie. When humans and monsters arrived, elves taught humans how to turn chaos into magic. And then... The humans slaughtered them. Okay. Chaos is the most dangerous thing in this world. Ciri, auf jeden Fall Ciri. Without control, chaos will kill you. So that's all life is to you? Monsters and money. It's all it needs to me. Alter, what the fuck? Henry Cavill nochmal. This child will be extraordinary. 20 Kilo draufgelegt. Yennefer. Imagine the most powerful woman in the world. Do you have what it takes? You've got it. Oh, bist du schlachten jetzt? She's why they came. You can't outrun destiny just because you're terrified of it. It's coming. Find Geralt of Rivia. I can't do this without you. No matter what you choose, you'll come out bloody. Ooh. Whoa. Wait. Ich kann mich gar nicht in einem Game an solche... Wir gehen den Trailer, also den Trailer will ich jetzt mal ein bisschen genauer durchgehen, okay? So, ich setze mir das Ding auf. Also... Als erstes haben wir ja, so wie ich gehört habe, wird ja diese Story sehr, ja, auch sehr auf Yennefer fokussiert sein, sehr auf Ciri fokussiert sein. Und Geralt wird, wie auch im Buch anscheinend, eher auch zur Nebenrolle tendieren. Oder halt, ich denke mal nicht wirklich eine Nebenrolle, aber halt schon nicht als Solo-Darsteller in dem Film unterwegs sein. Was ich nicht kapiert habe, ist, was hat Yennefer da im Mund? Was ist das alles, was die da haben? Das hatte später noch irgendwer. Hammer eklig. Irgendwas geht mit denen. Naja. Also, wir haben auf jeden Fall hier am Anfang des Trailers erstmal so einen sehr strange und verwunschenen Ort und sehen da Ciri zum ersten Mal. Bei so Ureinwohnern, die ich auch nicht kenne. Also, ich habe die Bücher auch nicht gelesen. Ich habe Witcher 3 gespielt, ich habe Witcher 2 gespielt. Aber ja, genau. So, da. Das sieht schon. Ich finde Ciri ist im Game vom Look her so unfassbar badass. Also ich finde sie einfach visuell, sieht sie so cool aus. Ich kann euch gar nicht genau erklären, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob es die Augen sind. Ich weiß nicht, ob es die grauen, hellen, weißen Haare sind. Aber sie sieht so cool aus im Game. Hier ist jetzt einfach ein Kind und da muss man sich einfach dran gewöhnen. So. Aber... Es ist eh so ein Thema mit der Witcher-Serie, dass viele Leute, ne, es gibt die von den Büchern, es gibt die vom Game wollen am liebsten eine 1:1-Adaption des Spiels, was auch lächerlich ist. Jeder will so eine 1:1-Adaption und die Macher hier versuchen halt ihr eigenes Ding zu machen, so wie sich das gehört. Und deswegen werden ein paar Sachen halt anders sein, so wie Ciri anders aussieht, Yennefer anders aussieht. Ich finde, Geralt sieht da noch am nächsten aus, wie auch im Game. Also ich finde, in vielen Einstellungen sieht er einfach genauso aus. Und Henry Cavill, wo sieht man es nochmal? Alter, der ist einfach ein Tier. Der Typ ist einfach, Jesus, ich kann da gar nicht hinschauen. Da ich mein dünnes Ärmchen bekomme ich da Komplexe, ey. Das ist echt krass. Ja, ich bin großer Henry Cavill-Fan. Ich finde echt cool, was er macht. Ich mag, wie er, also einfach durch Superman fand ich ihn schon richtig cool. Ich mochte ihn in Mission Impossible sehr gern. Und ich mag einfach auch so Schauspieler ein bisschen... Physis mitbringen und das in Action-Szenen sieht einfach cool aus, sieht einfach besser aus, als wenn da ganz normale Leute kämpfen.
Genau, dann gibt es hier ganz viel Gelaber. Wir sehen Yennefer so ein bisschen mehr in Aktion, was ich auch cool finde. Sie sieht auch anders aus wie im Game, aber finde, sieht sie cool aus. Es gibt ziemlich viel Action, ziemlich große Action, große Schlachten auch. Ich bin gespannt, sieht echt nach viel Budget aus. Und auch am Ende diese dicke, ekelhafte Spinne. Ich weiß ja nicht, was mit seinen Augen abgeht, also da könnt ihr mir vielleicht helfen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann er so im Game mal aussah. Ich finde, sieht super cool aus, aber ich kann euch nicht erklären, woher das kommt. Ich bin echt gespannt. Ich bin mega gespannt. Ich bin einfach gespannt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht wird. Ich bin optimistisch und ich hoffe einfach das Beste. Es kann auch in die Hose gehen, aber da will ich gar nicht denken, Leute. Das war Witcher, meine Trailer-Reaction zu Witcher. Als nächstes schauen wir uns Kingsman an. Und dann sind wir erstmal durch mit den Comic-Con-Trailer-Reactions. Also die San Diego Comic-Con ist ja auch bald vorbei. Ich glaube, Marvel hat noch ein Panel. Und dann kommt nicht mehr viel. Echt ein bisschen schade. Also, wenn man mal so dran denkt, wie die Comic-Con so vor 3 Jahren, 4 Jahren war, als wirklich die Superheldenfilme auf dem Hoch waren. Ich meine, sie sind immer noch auf einem Hoch, aber damals war halt viel mehr. Also, du hattest ja damals, waren die X-Men richtig krass präsent auf der Comic-Con. Du hattest Batman wie Superman, war ein Riesending. Da hat Marvel sogar ausgelagert, weil da zu viel los war auf der Con selber. Und jetzt ist wieder so wenig los, was auch ein bisschen schade ist. Aber ja, es ist so, wie es ist. Leute, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und wir sehen uns demnächst bei einem, ja, neuen Video. Ciao!